stopp! Warte. Ja, vielleicht noch kurz. Ich bin natürlich auch schon ein bisschen um die Welt gekommen als Archäologe. Und ich war auch in Uganda, im Osten von Uganda. Dort hat es natürlich ganz viele Berggorillas. Und ich habe dort ein bisschen Koreanisch gelernt. Und ja, die Ähnlichkeit ist halt frappant, oder? So ein bisschen, ja. Und jetzt noch ein paar Sachen können aufschreiben. Und zum Beispiel muss man jetzt ein bisschen ins Gespräch kommen mit dem, oder? Ja, gut. Ja, ja. Ein bisschen ins Gespräch kommen mit ihm, weil ich muss ja ein bisschen wissen, woher das kommt und so. Und jetzt habe ich noch ein paar Sachen und dann glaube ich, fangen wir mal ein bisschen einfach ein bisschen Smalltalk. Ein bisschen. Neu, wie geht's zum Beispiel? Das ist gut, das versteht mich. Aber der redet ganz miese Dialekt. Was anderes, ja, über Hunger hat, würde man sagen. Das klappt schon ganz gut, aber eben, es ist immer ein bisschen schwierig, weil wenn man die Sachen falsch betont oder falsche Körpersprache anwendet, dann muss man gut aufpassen. Jetzt frage ich noch, ob ich verletzt ist oder so. Jetzt muss ich wissen, woher das denn kommt, weil ich könnte den finden, oder? Den wieder mal. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt ist es schwierig. Jetzt muss ich fragen, wo ihm seine Höhle wohnt. Und ja, jetzt muss man schauen. Wo studieren? Ich muss studieren. Hammer, Flintstones.